Seelenbretter. Das ist ein Projekt von mir als Künstlerin Bali Tollack und meinem Lebenspartner, dem Fotografen Wolfgang Dennig. Vor etwa 20 Jahren sind wir in den Bayerischen Wald gereist und haben dort auf einer Wanderung sogenannte Gedenk- und Totenbretter entdeckt. Wir haben danach gefragt, was dies bedeutet, und dann hat man uns erzählt, dass früher Menschen auf Brettern, wenn sie gestorben waren, auf Brettern aufgebahrt wurden und dann zu Grabe getragen. Und die Bretter hat man später dann beschriftet mit dem Namen des Verstorbenen, Geburts- und Sterbedatum und vielleicht auch einem kleinen Spruch und hat es in die Natur gestellt. Das hat mich sehr inspiriert, weil ich gedacht habe, das ist etwas, was in der heutigen Zeit eigentlich sehr aktuell ist. Und zwar der Tod wird ja sehr verdrängt und zur Seite gedrängt. Und da könnte man dieses Thema Leben und Tod spielerisch, kreativ wieder in die Welt hineinbringen. Zuerst fingen wir aber an mit einer Kunstaktion. Ich bemalte etliche Bretter, um zu sehen, wie das überhaupt wirkt. Wir haben sie dann in die Natur gestellt, wir haben Fotos gemacht. Aber dann kann man bald anfragen, ob das auch als Kunstprojekt, also als Ausstellungsprojekt möglich wäre. Und so war ich mehr oder weniger dann eigentlich schon gezwungen, mehr Bretter zu malen. Es waren es 20, dann 30, dann kamen immer mehr Nachfragen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Sprüche aus drei Jahrtausenden aus der ganzen Welt universal herauszufinden und die dann eben aufs Brett zu schreiben. Also das geht von Lao Tse praktisch bis zu einem bayerischen Martalspruch. Es gibt wahnsinnig viele Texte zu diesem Thema und die habe ich dann aufgetragen. Also mittlerweile ist es so, dass wir über 200 Ausstellungen schon hatten, 130 Workshops, das waren jetzt die letzten zwei hier erstmal, und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, jeder Altersgruppe haben mit uns schon gemalt. Und wir haben vor allen Dingen in Kirchen, in Klöstern, in Parks, wo man eben die Orte hat, spiritueller Reflexion schon ausgestellt.